Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. In der letzten Folge sind wir gestorben. Allerdings gewollt. Und sind jetzt im Reich der Toten. Und reden mit den Leuten. Motega. Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Ich bin hergekommen, um einen toten Freund zu finden. Dann muss er dir wohl sehr wichtig sein. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Lebenden gesehen habe. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen und kann nicht sterben. Warum nicht? Mara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. So, Mara also. Was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Du hast deine Familie also zurückgelassen? Das hätte ich nie getan, wenn ich gewusst hätte, was passiert. Aber ich dachte, irgendjemand muss Mara aufhalten. Den Gedanken kenne ich. Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja. Er ist in einer Höhle in der Nähe. Das ist Maras Strafe für mich. Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten. Ist mir nicht entgangen. Was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Das könnte funktionieren. Du lebst schließlich noch. Wenn wir es wirklich schaffen, das Biest gemeinsam zu erledigen, überlasse ich dir meine wertvollste Trophäe. Klingt gut. Ja, machen wir gleich. Würde mich gern erstmal hier umgucken. Und diese Schale und dieses Amulett mitnehmen. Und ich glaube, ich würde auch gerne nochmal einen Blick nach hier oben werfen. Ich glaube zwar nicht, dass hier besonders viel ist. Außer ein Haus mit einer komischen Treppe. Ja, gut, dann könnte man einen Blick da oben hinwerfen, aber dann gehen wir mit dem Jägersmann mit und jagen den Silberrücken. Ja, für mich ist jetzt die letzte Aufnahme auch wieder ungefähr eine Woche her. Und ich weiß leider gar nicht mehr, was diese Dame da von uns wollte. Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Ja, machen wir dem Vieh endgültig und für alle Zeiten den Garaus. Es wird endlich Zeit, dass er für immer verschwindet. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Los, komm. Ich zeige dir, wo das Mistvieh sich versteckt. Na, denn mal los, ne? Wir kommen ja eh an ihr vorbei und fragen sie doch einfach nochmal, geht das? Du kannst dir nicht vorstellen, wie einsam es hier ist. Ach genau, die wollte irgendwelche Sachen von uns. Damit sie uns irgendwas macht. Ab jetzt können wir dem Biest jederzeit begegnen. Ich kann es schon spüren. Bist du auf den Kampf vorbereitet?
Mach dir um mich mal keine Sorgen. Dann lass es uns beenden. Ich kann es kaum erwarten. Los jetzt! Ja, los jetzt. Ich bin nicht derjenige, der uns hier aufgehalten hat. Ach, warte. Holen wir uns erstmal den Inhalt dieser Truhe. Ja. Okay. Motiv. Kannst du dir vorstellen, dass ich dieses Biest seit 1000 Jahren nicht besiegen kann? Du Lappen. Der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Schon gut. Hier. Nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Ich spüre, dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. Puff und weg ist er. Na, dann sind wir jetzt ja eh schon hier, dann können wir mal gerade noch hier raufklettern. Und uns den hinteren Teil von dem Laden hier angucken. Ich meine, in der Welt der Lebenden waren wir ja schon mal hier. Hier war alles voller Ghule, wenn ihr euch erinnert. Aber ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr bekämpfen hier. Bin mir eigentlich nicht ganz sicher. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Hier ist allerdings was. Oder vielmehr jemand, den wir kennen. Er heißt nur nicht so. Er heißt Verwirrter Geist, aber er sieht aus wie Bones, unser Schiffsarzt. Na, dann labern wir den mal voll. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele, kein verlorenes Ich. Ja, verstehe, du hast dich alle Latten am Zaun. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es, wir sehen es. Wir sehen Länder. Palmen, Menschen mit dunkler Haut, Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat, der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Marakai? Pirat? Ja, richtig. Du redest von Garcia. Der hat sich tatsächlich für jemand anders ausgegeben. Ja, Garcia. Ein falscher Mann. Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm, von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, ja, das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ach, dass Garcia ein Verräter war, das weißt du. Aber dein Name war weg, ja? Name?
Ja, Bones ist unser Name. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Ja, genau wie dein Zwilling, der ist auch nicht ganz dicht. Das macht nichts. Wir kriegen dich schon wieder hin. Wir glauben dir kein Wort. Und fort mit dir, du Hundetyp. Ja, ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren! Jetzt hol ich den Klabauter, Mann. Hier, genau. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ich sehe es ganz deutlich. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar, das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Ja, haben wir Bones auf jeden Fall auch den Hintern gerettet. Oder die Seele. Ist der Hintern die Seele? Man weiß es nicht. Oder ist die Seele im Hintern oder ein Hintern? Es könnte alles sein. Oder nichts. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, da sitzt der nächste Kollege. Agando. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Ich hab hier jemanden für dich, der kann dir vielleicht helfen. War eigentlich nicht der Richtige. Ich wollte eigentlich den daneben drücken. Das ist zwar auch der Rainer, aber naja, ist ja auch egal. Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie. Konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Darum verfluchte sie mich, bis in alle Ewigkeit auf das gleiche Schicksal zu warten. Und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten. Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum mich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Es gibt leider keinen Schlüssel. Aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einen zu erschaffen. Eine Voodoo-Hexe kann dir dabei vielleicht weiterhelfen. Verstehe. Ich werde mal sehen, ob ich an diesen Diamanten komme. Ja, gut. Lass dir ruhig Zeit. Nur geh nicht wieder weg, ja? Ja, wir können die einfach knacken. Oder wir machen den etwas interessanteren Weg und gehen nochmal zurück zu der Voodoo-Hexe und fragen die mal nach einem Schlüssel.
Aber eigentlich könnten wir doch auch... einfach hier hin teleportieren. Kannst du mir einen bestimmten Schlüssel anfertigen? Kommt darauf an. Wofür brauchst du ihn? Akando hat einen weißen Diamanten in einer sehr gut verschlossenen Truhe. Ich verstehe. Dafür benötigst du einen magischen Schlüssel. Mit etwas Gold sollte es mir gelingen, solch einen Schlüssel anzufertigen. Gut. Wie viel brauchst du? Ich denke, 300 Goldstücke sollten genügen. Bevor wir das machen, bringt das Ruhm. Fertige mir den Schlüssel für die Truhe. Also schön. Es dauert eine Weile. Hier, das sollte funktionieren. Viel Glück. Nee. Okay, ich knack die Truhe doch einfach. Ich dachte, es gibt vielleicht noch ein paar Ruhmpunkte, wenn wir den Schlüssel von ihr besorgen, aber offenbar nicht. Dann gehen wir einfach direkt wieder zurück. Da wir jetzt geladen haben, ist das Spiel jetzt mal kurz auf 30 FPS, aber das müsste sich gleich eigentlich wieder einpendeln. Hoffe ich zumindest. Jetzt ist wieder bei 60. Schön. Trank des Diebes bringt 13. Wieso bringt er jetzt 13? Naja, ist ja auch egal. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. Alles klar, mach's gut. Wir könnten theoretisch jetzt Härte lernen. Aber ich würde eigentlich gerne auch noch Klingen auf Stufe 6 machen. Decisions. Ich glaube, ich mache Klingen auf Stufe 6, damit wir noch die Schwerter schmieden können. Und dann brauchen wir noch 9000 für Härte 10. Hier haben wir aus irgendeinem Grund den leeren Schatz, obwohl wir jetzt in der Welt der Toten sind. Gut, dann gibt's eigentlich nur noch einen weiteren Weg, den wir nehmen können. Nämlich in der Höhle. Den rechten Weg hier. Um die Höhle hier wieder zu verlassen. Und dann könnten wir theoretisch da hoch. Oder wir können erstmal hier lang.
Was ich jetzt auch erstmal tun werde. Weil, warum eigentlich nicht? Hola, Tao. Wie komme ich wieder zurück in die Welt der Lebenden? Das ist leicht. Du musst dich nur auf den Altar legen und schlafen. Nimm nichts von dem Trank, wenn du in die Welt der Lebenden zurückkehren willst. Aber ich bitte dich, erfülle erst dein Versprechen. Er ist doch schon fast soweit. Was mich gerade interessiert ist, gibt's hier am Strand noch irgendwas? Weil wir sind ja noch in der Welt der Toten. Also gibt's hier vielleicht andere Gegner oder irgendwelche Items, die hier noch so rumfliegen. Und unser Schiff ist ja nicht da, aber... zumindest eine Muschel. Das lohnt sich zwar nicht wirklich, aber immerhin war es jetzt nicht völlig umsonst. Sogar noch eine zweite Muschel und eine Schaufel. Es ist zwar gerade ein bisschen düster, aber das ist schon okay, denke ich. Notfalls drehe ich die Helligkeit im Schnitt ein bisschen rauf, wenn es zu dunkel ist. Glaube ich aber eigentlich nicht. Halt. Wir haben schon drei Muscheln gefunden. So langsam fängt es an, sich zu lohnen. Eigentlich nicht, aber ich muss es mir irgendwie schön reden. Vier Muscheln. Wahnsinn, vier Muscheln. Und ist hier unten eine Kiste? Einen Moment. Nee, hier ist nichts. Okay. In dem Fall, ja, laufen wir einfach zurück, ist ja nicht so schlimm. Hier ist einfach alles so hart überlichtet. Aber vor dem Haupttor, da sieht alles ganz normal aus. Schon interessant. Genau, ich wollte mal die Muscheln öffnen noch. Muschel, 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 Muschel. Muschel. Wir machen mal alle Knecht, bis auf vier auf. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Und dann ignorieren wir den Rest erstmal. Da steht ein Typ. Gut. Nee.
Nein. So. Aufnahme für eine Knochenkette. Zwar hier dummerweise eine Muschel drin, aber ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil wir können ja einfach wieder 4 aufmachen. Wenn ich sie jetzt finde hier. Geschafft, nichts. Okay, eine Perle hat das immerhin gebracht, dass wir einmal über den Strand gerannt sind. Nichts zu holen. Und die hier war leer. Gut. Dann, wer bist denn du? Kusko. Halt ein, Lebender. Du hast die Arena des Kriegers betreten. Stell dich zum Kampf. Können wir das nicht friedlich regeln? Nein. Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal, meinen Fluch zu brechen. Aber lass dich warnen. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Wieso wurdest du verflucht? Ich habe nicht beendet, was ich begonnen habe. Will heißen? Wir waren 4 an der Zahl und wollten das Ungeheuer töten. Du sprichst von Mara. So ist es. Ich konnte sie mit dem Dolch verletzen, aber ihr Fluch traf uns trotzdem. Wir hätten es zu Ende bringen sollen. Doch wir haben versagt. Nun trage ich die Konsequenzen. Du hättest Mara mit deinem Dolch töten können? Nicht allein, aber jeder von uns trug eines der tödlichen Titanen-Artefakte. Ich war damals stolzer Chaka beim Tempel der Erde. Mara überließ mir den Blutopferdolch, weil ich stärkster Tonka war. Doch wir hintergingen sie. Wir hätten uns nicht eher zufrieden geben sollen, bis das Ungeheuer zu Staub zerfällt. Werd's mir merken. Lass mich doch einfach gewinnen. Dann bist du befreit und ich spare mir den Ärger. So einfach ist das nicht, Lebender. Ich muss jemanden finden, der stark genug ist, nicht denselben Fehler zu begehen wie ich damals. Erst dann werde ich in Frieden ruhen können. Also gut, lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Toll, war zu weit weg. Oder du hast nicht einmal nach mir geworfen oder geschlagen. Was soll das? Lass mir ihn mal aus dem Busch raus. Das reicht. Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. Mach's gut. So. Dann gehen wir wieder zu ihr und jetzt müssen wir nämlich alles haben. Ich habe die Zutaten, die du wolltest, und einen Hut des Verstorbenen. Das ist wirklich beeindruckend, junger Freund. Lass mich mal sehen. Von dem Hut benötige ich bloß ein paar Fasern. Es ist vollbracht. Das Schädelzepter ist gefertigt.
Jetzt muss der Geist des Verstorbenen nur noch mit dem Zepter verbunden werden. Hier, nimm es, bring es zu Tau. Er wird wissen, was zu tun ist. Endlich bin auch ich befreit von meinem Fluch. Ich danke dir für deine Taten. Ich werde sie nicht vergessen. Ich spüre, dass meine Zeit gekommen ist. Ich bin die Letzte, die dich nun verlässt. Dein Weg ist steinig, aber ich weiß, du wirst einen Weg finden, zu beenden, was wir nicht geschafft haben. Viel Glück, junger Krieger. Meine Gedanken werden dich begleiten. Ja, dann auf zum Eingang, denn hier wartet ja Tao auf uns und dann werden wir in der nächsten Folge wohl uns nochmal mit Kapitän Stahlbart unterhalten, unserem alten Kapitän. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.